Achso, wir haben mal wieder so einen Ältesten. Hey, Sie sind der Älteste hier, stimmt's? Können Sie Ihren Hebel umlegen, damit wir durch das Tor kommen? Nee, da weiß, dass ich das Tor bis zum Ende des Yeti-Fests nicht öffnen kann. Wie lange müssen wir denn dann warten, bis Sie mit dem Feiern der Yetis fertig sind? Nun einmal, in 3 Jahren kommt der Yeti aus seiner Höhle, um 3 weitere Jahre des Ruhestandes anzukündigen. Aber dieses Mal ist er nicht gekommen. Nachdem Araxia jetzt schon an der Macht ist, ist es für uns nur noch ein weiterer Dämpfer. Vielleicht hat er ja verschlafen oder sowas. Der Yeti ist vieles, aber unpünktlich bestimmt nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Also wie wäre es, wenn wir die Sache mit dem fehlenden Yeti klären und Sie öffnen im Gegenzug das Tor? Wenn ihr dafür sorgt, dass der Yeti sich zeigt, werdet ihr ein offenes Tor vorfinden. Ein Yeti kommt sofort. Ich habe eine Vorahnung. Was heißt eine Vorahnung? Ich glaube, ich weiß, was wir dafür machen müssen, aber ich verrate es nicht. Der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken. Komm hier. Dieses Kostüm ist so peinlich. Wir haben 4 von 6 Kindern. Ich dachte erst, wir haben das dritte. Okay. Dann klopfen wir mal hier an der Tür. Viva Repugia! Als die Ältesten noch an der Macht waren, hatte ich mehr Süßigkeiten in der Tasche. Sie müssen wieder zurückkommen. Ich glaube, so Süßigkeiten ist bei denen hier auch so ein bisschen die Währung. Warte mal, hier war noch so ein Augding. Wie sieht es denn kostümtechnisch eigentlich aus? Hier fehlt uns noch alles. Ist das ein Kostüm komplett offen? Müssen wir mal hier drüben gucken, was die hier glotzen. Sehen wir uns auch die richtige Höhle an? Das Yeti-Fest ist ein Segen für unsere Wirtschaft. Der Yeti hasst uns. Ich dachte, ich hätte ihn vorhin gesehen, aber es war nur ein Popel in meinem Auge. Was? Warst du denn deine Popel hängen? Ich glaube, der Yeti ist gestorben. Warte mal. Jetzt fällt mir ja gerade was ein. Ich mach bloß mal eben schnell die Luftballons kaputt. Haben wir nicht? Geh da mal weg. Nee, haben wir nicht. Wir haben ein Katzenkostüm. Wir müssen den dicken Klops hier wegkriegen. Oh, der ist weg. Coole Sache. Wieso ist der jetzt auf einmal hier weg? Hat das dem irgendwer gesagt? Okay, schon wieder eine Höhle. Also hier ist viel auch mit Höhlen verbunden, so wie die Ortschaften. Oh, guck mal. Es macht keinen Sinn, wenn wir uns als Süßigkeiten verkleiden. Die wissen bereits, dass wir Kinder sind. Die lügen sich selbst an. 5 von 6 Kindern haben wir schon. Uns fehlt also nur eins. So, und hier geht's lang. So, warte mal. Ich will mal... Nee. Ich will mal... Oh, was macht er denn? Ich will mal wieder wechseln auf das da, wegen der Schnelligkeit. Ah, okay, nee, geht nicht. Wir brauchen jetzt das da. Hui! Das war aber eine lange Rutschpartie. Wir hätten jetzt auch da runter gehen können. Warum er uns allerdings hier immer so ein bisschen durch die Höhle schickt, weiß ich auch nicht. Man kann ein bisschen was einsammeln. Ja, Verbindung und so weiter, aber in den Höhlen selber ist eigentlich nichts weiter, ne? Gut, hier ist eine Wand. Können wir auch nicht runterfallen? Das wäre es ja noch.
können wir runterrutschen. Wir können aber auch jetzt in die Höhle gehen. Ich gehe mal in die Höhle rein. Hört es sich sehr, sehr kalt an. Die haben Waschmaschinen hier unten drin stehen. Funktionieren die überhaupt, wenn das so kalt ist? Hallo, haben Sie hier einen Yeti gesehen? Niemand wird jemals wieder einen Yeti sehen. Mein Yeti-Kostüm ist hinüber. Ha, Sie sind der Yeti. Ich war der Yeti. Ich habe mein Kostüm versehentlich auf höchster Stufe im Trockner gelassen. Es ist 4 Größen eingelaufen. Aber Sie müssen einfach erscheinen. Die flippen schon alle aus. Und wir müssen durch das Tor. Also nur ein höhenmäßig benachteiligtes Monster oder ein Menschenkind könnte. Das ist es. Moment mal, Sie wollen, dass ich das Ding anziehe? Ja, du kannst das Yeti festretten. Du musst dich nur zeigen, dann drehen sie schon durch. Ich wusste es doch. Es war das, was ich vorhin sagte. Wir kriegen ein Yeti-Kostüm. Es ist so knuffig. Oh mein Gott, diese roten Augen. Oh, vor der Psycho-Yeti. Hui. Okay, let's do it. Und sie feiern uns. Juhu. Okay, das war's? Gut. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Was ist denn mit da oben? Ich will da oben auch nochmal hin. Können wir jetzt... Ich will mal das Yeti-Kostüm anlassen. Das Yeti-Fest ist ein Segen für unsere Wirtschaft. Okay, die haben alle ihren Yeti gesehen. Wir können jetzt... zu unserem... Wo war der denn? Hier. Hallo, Herr Yeti. Sie sind vom Nahen ja viel kleiner. Kann ich Ihnen vielleicht einen heißen Kakao bringen oder einen Snack oder... Mach einfach das Tor auf, bitte. Brüll! Sofort, Herr Yeti. Dass er sich das nicht einfach denken kann. Ah, schön. Warte mal, damit es jetzt erstmal schneller geht, machen wir mal diesen hier. Okay, warte, Bonbon vergessen. Liegen so eine komischen Beutel rum. Wir brauchen einen Pirat. Okay. Wir gehen sehr, sehr hoch in, auf den Berg und es ist arschkalt. Super, wir können auch ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben sehr viel. Vergammelte Kürbisinnereien. Effekt Giftschleim. Angriffe verursachen Streuschaden und erzeugen einen Giftflecken. Skelett des Wolfs. Doppelte Angriffskraft. Galvanisierter Mumienmull kaufen wir nicht. Okay, ich würde aber gerne mal den Skelett-Dings ausgedingst. Was hatte sie vorher drin? Ne? Sie hatte das hier, ne? Stark erhöhte Angriffskraft. Das ist okay, wenn wir sagen doppelte Angriffskraft. Was hat er mit diesen Augen? Stark erhöhter kritischer Angriffsschaden. Fähigkeit Schrecken. Große Chance, dass ein einzelner Gegner flieht. Probieren wir mal. Oh. Warte mal. Probieren wir mal aus. Warte mal. Auf X. Und Y, Rest in Peace, ist stark erhöhter GP. Das ist ja krass. Schreiende Spinne verängstigen. Chance, dass ein einzelner Gegner flieht. Fähigkeit Schrecken. Starker Gegenangriff bei erfolgreicher Verteidigung. Komm, wir nehmen das mal. Ich will ja die anderen auch mal ein bisschen ausprobieren. Hier wäre auch noch einer irgendeine Karte. Aber diese Nussdinger-Karte behält Araxia für sich. Ich würde sterben, um eine zu sehen. So, wenn du eine findest, gebe ich dir dafür was. So, wertvoll kann sie nun auch nicht sein. Ich habe sie doppelt. Hier, du kannst sie haben. Oh Mann, kein Wunder, dass Araxia die für sich behält. Erstaunlich. Hier, nimm diese dafür. Danke, du bist in Ordnung, Scully. Was Araxia sagt, würde ich auch nicht so ernst nehmen. Was? Moment, was sagt Araxia denn?
Ach, nichts wirklich Schlimmes, aber von jetzt an würde ich an deiner Stelle dafür sorgen, dass jemand dein Essen vorkostet. Okay. Wir haben einen neuen Gegenstand bekommen. Und hier ist das sechste Kind. Wusstest du, dass süße Körner weniger Zucker haben als Rosinen? Aha. Ich bin der letzte der Flüchtlinge. Danke, dass du uns gerettet hast. Sehr gern, sehr gern. Du hast eine Festschrift... Was? Festschrift Yeti-Tasche bekommen. Was? Es gibt noch eine größere Tasche? Wie cool. So, wir können hier noch ein bisschen einsammeln und an Türen klopfen. Ich will aber erstmal... nein! Geh weg. Erstmal ein bisschen einsammeln hier. Und dann will ich auch mal den Yeti haben. Und dann will ich auch mal... mal andere Kostüme. Ich hätte nämlich gerne mal das Einhorn mit drin nochmal. Nee, warte mal. Sie hat den Yeti. Und er... Wechsel doch einfach mal. Und er soll mal... das ist... Mein Controller spinnt zurzeit ein bisschen, muss ich dazu sagen. Er soll mal den Kürbis nehmen. So. Sehr gut. Na, dann gehen wir mal klopfen. Viva Repugia! Ja. Das war so klar. Boah, mega Yeti mit roten Augen. Krass. Den Dings kennen wir schon. Kennen wir das Einhorn auch schon? Gut, egal. Das Einhorn finde ich so geil. Okay, er kriegt ein Schild. Stamina 1, ich wollte X drücken. 270 Schaden. Das Pferd macht enorm viel Schaden. Alles easy. Komm, du kriegst jetzt deine Ulti. Ach, wir haben alles Schild. Mein schönes Wundermittel. Wähle mit L ein Gruppenmittel aus und drücke dann A. Ein Regenbogenstrahl. Ah, sie kann heilen. Beim Kürbis kommen aller Heiligen. Ein Schaden? Wieso brennen wir? Mein Kürbis ist tot. Egal, schaffen wir. Feuchter Weizen und Karaschmelz. Wir haben aber leider immer noch nicht das andere gekriegt, was der Typ von uns wollte, ne? Viva Repugia! Oh, schon wieder okay. Auf geht's! Ja. Darf er nochmal angreifen? Sehr gut. Ja, okay. Thank you.
Reynold braucht das. Okay, wir haben ihn gleich. Und wir kriegen glasierte Butterwürfel und Regenbogenpeitschen. Entschuldigung. Ich muss immer mal kurz auf die Uhr gucken. Ich habe dann noch einen Termin und da muss ich nochmal los. Wir speichern erstmal schnell. Und dann klopfen wir nochmal hier. Viva Repugia! Okay. Auf geht's. Falscher Knopf. Wir wechseln dann auch nochmal die Kostüme, weil ich will nochmal allen, die Custom Quest nicht gesehen haben, nochmal die Kostüme zeigen. Ach, das war X, verdammt, das war falsch. Okay, egal. Ich finde diese Gegenattacke mega cool. Ah, falscher Knopf. Okay, Pferdchen gibt Jedi. Ne, wir machen nochmal einen Angriff. Pferdchen gibt dem Jedi seine Dings. Du hast hier alle heilig drauf. Einer ist weg. Und den letzten schaffen wir auch noch. Easy peasy. Geschafft. Und wir kriegen schicke Klumpen und Klorks. Oh, das Tor ist auf. Ah ne, die kümmern sich drum, dass es aufgeht. Da hängt einer fest. Wir haben ein Level up und wir speichern gleich nochmal. Und dann mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause, weil das passt gerade so gut. Ich glaube, es geht nicht mehr so lange, weil Repugia ist eigentlich ein relativ kurzes zusätzliches Spiel. Aber es ist nicht schlimm und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!